Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trail Connections Switzerland Event Video. Wir stehen ja noch in Genf in der Schweiz und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Ein bisschen Ausfall ist ja weg, vielleicht finden wir was. Cambridge. Nächste Woche vielleicht, diese Woche nicht. Slowakei hätten wir. Für 37,8. Wobei 1200 ist halt schon wieder. Wobei ist alles soweit, ne? Katowice in Polen, auch länger. Ljubljana, Slowenien. 1080. Ja, komm, würde ich schon sagen. Ich würde sagen, dann fahren wir Roggen. Zwar nicht mehr zum Supermaterial, den ich so gerne habe. 2 Euro Akris. 23 Tonnen. 1100 Kilometer. Einmal durch Frankreich wieder durch, dann durch Italien quer und dann kurz durch Österreich durch nach Ljubljana in Slowenien für 21,6. Okay, wir fahren los. Genau, dann kann ich erstmal mal direkt tanken. €2,13 insgesamt tanken wir 711 Liter für 1514 Euro. Okay, super. Das WLAN funktioniert mal wieder nicht. Ich liebe es. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Dann nehme ich wieder jede Menge Videos vom Hochladen. Vom Smartphone, um es auf den Rechner zu bekommen. Ich könnte zwar das jetzt über Stick und so, ach, über Stick sage ich schon, über das Ladekabel machen, also quasi, ne, Ladekabel und Rechner und so und weiß, was weiß ich. Allerdings, dass da die Dinger vorne, die Ports, nicht funktionieren, ist das ein bisschen umständlich und ich habe hinten noch einen Slot frei. Und den brauche ich eigentlich gerade. Sogar mit Straßenbahn, schön. Wäre noch cooler gewesen, wenn wir weiter vorne wären. Zum einen für den USB-Stick nicht, vielleicht nochmal heute ran Stöpsel, um ein bisschen weiter weg zu rendern. Also ich habe mittlerweile gar nicht ganz gut Platz, also ich habe zwar prinzipiell immer noch jede Menge Dateien rumliegen, die auch relativ gut, ne, in der Masse macht die Masse macht die Größe in diesem Fall. Rechts halten und dann rechts. Ich bin ja gewillt zu probieren, hier lang zu fahren, einfach nur just for fun. Biege nach links ab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert. Biege nach rechts ab. Halt immer schon recht links. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Gigabyte das wahrscheinlich sind. Wobei, wenn die eine Reihe schon 40 Gigabyte waren, sind da bestimmt noch so um die 150 Gigabyte, die ich noch wegrendern muss. Bitte rechts halten. Mit dabei. Bitte rechts halten. Aber mittlerweile schon, glaube ich, 158 GB freien Speicher wieder auf der HDD. Aber ja, aktuell brauche ich eigentlich gerade den
den Bums als freien Dings, den freien Speicher, um. Videos backuppen, die ich dann später entweder noch rendern muss oder halt hochladen muss. Und dafür brauche ich eigentlich gerade mehr oder weniger den Platz und halt ab und zu mal, um hier Videos, die noch editiert werden müssen oder gerendert werden müssen auf dem Laptop, dass ich die dann in den Stick dafür reinstecken kann. Deswegen lade ich das gerade aktuell eher so auf Google Cloud hoch, also auf Google Drive hoch und lade es dann direkt runter. Aber gestern und jetzt scheinen wir auch heute gibt es einfach mal wieder schöne Probleme mit dem WLAN. Da sind wir schon gleich bei Euroagres hier von Genf. Es wurde auch schon mittlerweile angekündigt hier, dass als nächstes Germany Rework Projekt, dass da Bremen erweitert wird oder Bremen reworked wird und zusätzlich dazu noch Bremerhaven dazu kommt. Freue mich auch schon mal drauf. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, hier sind wir. Ich verstehe. Schön mit dem großen Hof. Da haben wir den Roggenanhänger. Ich glaube, das ist sogar noch ein angenehmerer Roggenanhänger. Also nicht so ein extrem kurzer. Biege nach rechts ab. Super. Jetzt werden zwei Dateien hochgeladen, zweimal dieselbe. Wir sind da. Internet ist wieder da, das WLAN. Ich lieb's ja. Zum Glück ist es nur eine Datei und nicht zwei Dateien oder mehr. Da muss man sich dann manchmal schon mal wie ein Wolf absuchen. Hier vorne links. Ist ein angenehmerer mit drei Achsen. Was ist die Frage? Der ist halt aufgrund der drei Achsen ist halt länger als der zwei Achsen Trailer. Der kurze. Kann natürlich sein, dass der jetzt hier ein ähnliches Fahrverhalten jetzt haben wird. Ja, wird ein ähnliches Fahrverhalten sein. Super. Wie fahren wir denn? 1100 Kilometer bis 1085. Wir fahren die A41 runter. Also erstmal kurz davon gleich rein. A41 runter, wechseln auf die A43. Dann geht's nach Italien rein. Dann fahren wir die A23. Wechseln dann bei Turin auf die A55. Ja, die A55. Fahren eigentlich A55 komplett weiter, wechseln dann beim Mailand auf die A4, fahren die A4 an Verona vorbei, an Venedig vorbei, bei Triest geht's dann auf die A23, dann sind wir kurz in Österreich auf der A2 und dann wechseln wir auf die A10 und dann geht's schon nach Ljubljana
beziehungsweise nach Slowenien rein. Auf die A2 und dann sind wir schon in Ljubljana. Da schon die freie Bahn mehr oder weniger. Biege nach links ab. Ich hätte auch mal links gucken sollen, weil man weiß ja nie. Biege nach links ab. Auch die Backroads, die wurden ja auch viel mehr mit KI-Verkehr bestückt. Links abbiegen. Ach gut, wir hätten auch jetzt nach die Slowakei natürlich auch fahren können, so von der Strecke her macht das ja dann nicht so einen großen Unterschied. Allerdings, hier vom Rückweg ist dann Slowenien doch angenehmer. Dann werden wir heute Morgen einfach ein bisschen was im Voraus aufnehmen müssen. Dann rechts abbiegen. Da ich nicht ganz genau weiß, ob ich übers Wochenende da bin. Rechts ab. Wow. Das ist ja noch gut gegangen. Und da sind wir schon bei der Grenze. Bei der kurzen Fahrt zur Grenze. Da kommen noch ein paar Grenzen dazu. Also die Grenzkontrolle beginnen. Alles in Ordnung, gute Fahrt, wunderbar. So, auf zur nächsten Grenzen, Brückenbums. Zur nächsten Papierkontrolle. Das ist mal von den französischen Behörden. Alles in Ordnung, wunderbar. Ich frage mich, wann ich das letzte Mal, also wir kommen jetzt ja hier langsam auf den Profil auf die 300k. Bin ja wieder abgebrochen, aber zeigt es nicht an. Hochgeladene Datei am Ende 823, aber es muss doch die 612 sein. Ach, Digga. Das wieder anstrengend. Da ist halt echt wieder anstrengend hier. Wäre ja auch langweilig, wenn es einfach gehen würde. Wie sonst die anderen Tage. So, der Name ist nochmal ein drittes Mal hoch. Wahrscheinlich habe ich dann gleich im Endeffekt dann die Datei dreimal geklaut, Alter. Okay. Nö, also WLAN ist zumindest da. Da liegt jetzt gerade nicht. Oh Mann.
Ja, also pennen muss ich auf alle Fälle unterwegs, vielleicht auch nochmal tanken. Das ist schon, weiß ich schon, Fahrzeug war das ja, glaube ich, irgendwie sowas im Dreh. Oder 18. Wir fangen jetzt erstmal gut, machen ja erstmal gut wieder was los. Ja, was los? Hä? Wir fahren ja wieder gut ein bisschen Strecke jetzt. Von der guten Geschwindigkeit. Darauf wollte ich ja nicht hinaus. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. So, runter auf 60. Sogar 50, ja. Nochmal einen Gang runter. Und dann schön entspannt hier rum. Also, ja, wir müssen, also im Grunde brauche ich ja mehr oder weniger 400.000, 500.000, um dann den Mercedes Actros, also mit dem Mercedes-Benz Actros zu restaurieren, damit der quasi wie ein neuer LKW wäre. Als ob wir ihn neu gekauft hätten. Und dasselbe dann auch mit dem New Actros, weil das ja auch ein Gebrauch-LKW ist. Sprich, roundabout 1 Million brauche ich, um beide zu restaurieren. Also zweimal von 500.000. Und dann haben wir noch 100.000 quasi im Plus. Und danach geht es ja eigentlich schon daran, im Westbalkan, also vielleicht Albanien oder so, wäre so noch am besten, fürs Griechenland DLC eine Werkstatt mitzuholen. Und irgendwo oben in Skandinavien, also was weiß ich, sei Stockholm, Oslo, Bergen, Helsinki, whatever. Mit dort was zu besorgen fürs Nordic Horizons DLC. Einfach um schon ein bisschen vorbereitet zu sein. Okay, eine Datei wurde jetzt wieder hochgeladen, eine ist angehalten. Super, jetzt laden jetzt 3 Dateien hoch, 3-mal dieselbe. Das ist ja wieder alles Much. Ich darf wieder 90 fahren. Aber schön, dass wir so ein bisschen eine Tagesfahrt hatten, weil die Sonne draußen wieder gut ballert. Schon schön mit den ganzen Bergen und Felsstrukturen. Okay. Dann fahren wir 70. Aufgrund der Sonne habe ich nicht erkannt, was da stand. Ich dachte, das war der 110. Aber da war ich ja weit davon entfernt. Wahrscheinlich jetzt auch wieder unter 70 oder sowas. Ich bin eher von 80 ausgegangen, wenn schon denn schon. Dürften auch bald langsam in Italien sein, glaube ich. Ist ja nicht mal allzu weit hin.
weil es ein wie kommen wir eigentlich durch Italien? Was jetzt so das Land betrifft, also was jetzt Länder allgemein betrifft. Aber gut, das Gute ist, wir fahren ja auch, da ich ja nochmal pennen muss, dann noch weiter im Tag weiter. Ja, jetzt sind wir. Wir verlassen Frankreich. Und es geht nach Italien. Ich würde jetzt mal so behaupten, einfach aufgrund der französischen Flagge. Maut. Ist das wieder derselbe Kollege von vorhin oder? Wäre ja wild, wenn das dasselbe ist. Aber ich vermute mal einfach eher, dass es einfach. Nicht dasselbe ist. Sondern das einfach nur Zufall ist. Also ich lade jetzt nicht nochmal ein neues Video hoch. Ansonsten habe ich vielleicht dreimal dieselbe Datei oben. Die dann insgesamt 1,2 GB Platz wegnimmt. Das muss ja auch nicht sein, ne? Und da sind wir in Italien. Kommt auf 30. Komm, fahren wir hier. Ist zwar eh egal, aber. Dann sehen wir wenigstens, ob links jemand fährt. Und da haben wir schon Meilen ausgeschaltet mit 300 Kilometer. Gut, tanken wollte ich noch nicht. Das ist schon mal gut. Allzu viel Sprit verbrauchen wir jetzt auch nicht auf der Fahrt. Aber vielleicht ja schon. Das ist ja schließlich, wie viel waren das nochmal? 23 Tonnen, okay. 860 Kilometer noch bis Ljubljana. 200 haben wir hinter uns. Ach, schön, über den schneebedeckten Bergen. Alles schon sehr nice. War ich auch schon lange nicht mehr hier. Allein für den Anblick lohnt sich ja schon wieder die Strecke, ne? Also. Es ist einfach schön. Europa hat schon echt schöne Flecken. Und ich meine,
wir sehen ja jetzt gerade echt eine Mutti, die man von der Autobahn sieht, ne? Da gibt es noch viel schönere. Ich wollte schon gerade sagen, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum du noch nicht runterbremst. Telepass auf der linken Seite. Na, vielleicht kommen wir sogar noch vor dem Zementmischer jetzt. 15 Euro Maut. Ich muss mich eh links halten jetzt. Kein Grund abzubremsen, ich bin langsamer. Doch rechts bleiben können. Ich hätte rechts bleiben können, super. Wieder verarscht worden von den Straßenschildern von Italien. Man kennt's. Wahrscheinlich wäre es zu sehr auf dem Gas, weil ich nicht viel abgebremst werden wollte von der Geschwindigkeitsregulierung. Was für Zeit, sich langsam hinzulegen. Aber wie lange schläft man nochmal? Waren da 6 Stunden? Dann wäre es halt wieder 4. Ein bisschen bei Nacht muss ich halt fahren, das ist halt das Ding. Wie lange ist noch drin? Ja gut, ich muss ja sowieso in 2 Stunden pennen. Ein paar das ja. Ja, ich gehe gleich runter. Passt das ja, dann sehe ich dann auch gleich wieder was. Weil gerade ist noch nicht ganz so schlimm. Aber auf Zeit geht es natürlich auf Augen. Und ich muss gleich noch ATS aufnehmen.
erst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das kriegen wir noch hin. Hä? Was passiert jetzt? Das macht jetzt der Handy auch noch selbstständig. Wenn es kacke läuft, dann richtig, ne? Jetzt fürs Echtzeit zu pennen. In diesem Fall muss ich gerade das Pferd nicht an, um was zu sehen. Also mehr zu sehen, um mehr Helligkeit drin zu haben, als einfach nur wegen, also nur ästhetischen Gründen, whatever. Oder realistischen Begebenheiten. So, 23 Uhr haben wir denn den Schlafplatz? Hier sind wir gerade. Muss ich noch ein Stückchen fahren und noch ein weites Stückchen fahren? Könnte man beim Mailand dann machen, bei der Maut. Jetzt muss ich gleich nochmal kurz nach wieder auf der Autobahn. Das ist da, glaube ich, auch wieder ein bisschen entspannter jetzt zu fahren, als wir noch hier auf der Landstraße. Aber bei Tag zu fahren wäre jetzt sinnvoller. Muss ich gleich noch bei ATS hinbekommen. Ist jetzt doch ein Kreisverkehr? Okay. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ich war mir nicht sicher. Es sah so ein bisschen aus wie ein Kreisverkehr, aber irgendwie auch nicht ganz so richtig. Von weitem jetzt. Bitte links halten.
wieder beschleunigen. Nicht auf 19, aber auf 80. Denn mehr als 80 dürfen wir nicht. Also gut. Ja, können wir auch 85 fahren, aber. Ah, schön, wir sind in Italien. Da kann ich hier weiterbleiben. Komm, Power 85. Ist noch im Rahmen und an der Stelle habe ich wieder Tag und sehe was. Kann ich eigentlich mal schauen, wie es aktuell der Stand ist jetzt mit dem World of Trucks Event. Von Track Connections, wie viele Millionen Tonnen wir jetzt haben. Wir sind bei knapp 16 Millionen, also bei 15.912.629 Tonnen von 20 Millionen. Ich muss schon sagen, also es ist ein echt cooles Event, weil es, also auch so vom Community Goal her, weil es doch so ein Ding ist, was jetzt irgendwie nicht innerhalb von 2 Wochen jetzt eingefahren wurde. Genauso wie das mit den Meilen ist mit Nebraska. Da stehen wir jetzt gerade bei 117,3 Millionen und 125 Millionen Meilen. Es ist ja irgendwie cooler, wenn das irgendwie so über mindestens 4 Wochen oder so geht. Und nicht irgendwie so nach gefühlt 2, 2,5 Wochen einfach durch ist. Doch schon so ein bisschen mehr Chat. Oh nein. Hätte ich die überpennen können? Nee, okay, gut. Dann bleiben wir irgendwas anderes übrig, als hier zur Tanke zu fahren. Zum Gasthof. Ich verstehe. Da hier ein Flughafen, glaube ich, ne? So ist ein Dreh. Oder auch nicht. Dann war es woanders. Woran ich jetzt gerade gedacht habe. Was? Niederlande, Belgien? Kann auch die Gegend gewesen sein. Tendenz eher zum Niederlande.
Ja, sehr gut. Sind wir gleich da. Hallo, bremsen. Danke. Und dann können wir uns jetzt hier hinlegen. Neu berechnen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Dann schlafen mal kurz. Aber auch im Stehen. Oh nee. Weil der Regen hört, glaube ich, gerade auf. Oder fängt an. Drei Kilometer noch. Okay, nur noch nach an Verona und Venedig vorbei. Und Triest. Dann kurz durch Österreich durch und dann sind wir schon in Ljubljana. Also sind wir schon in Slowenien und schon fast in Ljubljana. Dann wollen wir mal. Scheibenwischer auf automatisch. Dann legen wir uns mal an Verona vorbei. Nach Venedig und jetzt. Es geht ja gerade doch einigermaßen gut. Also besser als sonst irgendwie. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt gerade eben den Rechner nochmal neu gestartet, weil es ein Windows-Update gab. Hat das da auch ein bisschen beigetragen, weiß ich nicht. Ach, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte gucken. Die Regenwasserstärke hatte ich ja hochgeschraubt, als 1,50 draußen kam, rauskam. Wobei die Regenwasserstärke ist nur bei 20%. Ich weiß gar nicht, war das bei 13 oder so, aber 20% ist ja auch echt nichts. Das ist ja schon echt wild, dass es so häufig regnet hier in HS2.
konzentriert sich, glaube ich, nicht, ne? Aber gut, irgendwie. Also ich glaube, auf diesen Abschnitt war ich nicht. Auf den anderen Abschnitten war ich ja schon. Auf jeden Fall auf dem Profil. Für Staffeln kann ich echt nicht meine Hand mehr ins Feuer legen. Dafür sind sie meistens allgemein schon mal so weit zurück. Und zum anderen so viel. Also viele Staffeln und auch so viele Videos. Deswegen, keine Ahnung. Kann alles sein. Wieder 8000 runter vom Konto. Stimmt, das müssen wir auch noch zurückzahlen, da war ja was. Das ist auch erst die erste Amtshandlung. Das für den Kredit oder die Kredite zurückzahlen, das wird dann wieder mal bei Null sind und einfach nur Geld einfahren. Halten. Falls ich jetzt noch gleich rüberkomme. Na gut, hier geht ja auch. Das kriegen wir noch hin. Kilometer noch bis Ljubljana. Drück ist doch viel Regenfahrt werden. Ich merke schon, ich werde viel Spaß mit einem Video haben, zu hochzuladen. Das scheint gerade wieder nicht hochzuladen. Ja. Ich werde wieder abbrechen. Super.
nächste Mautschelle. Ich bin wieder gebremst. Oder auch nicht. Ich war dann doch wieder mal wieder überraschend. Scheint einen Arzt zu lassen. Oder vielleicht doch nicht. Ich meine, schreibt man mir jetzt vor, das oder nicht? Ja, schon nett gewesen, ne? Sehr schön, Regen hört auf. Wieder trockene Fahrbahn. Weizenfeldern vorbei. Geht ja ein bisschen weit rüber. Da geht es auch Richtung Ljubljana. Wir fahren nicht dahin. Schon bei der anderen mit dem Ljubljana. Wahrscheinlich. Wir müssen links bleiben.
gibt auch einen fiesen Ort zum Blitzen, da oben einfach einen Blitzer reinstellen. Auf 80 gewesen war ich aber scheinbar nicht. Von 44 Euro bezahlt. So, schön beschleunigen. Von den DAF kommen. Da waren es nur noch 206 Kilometer. Das heißt, wir sind jetzt endlich schon gleich. Wir fahren jetzt in wenigen Kilometern. Geht es nach Österreich. Also ich schätze mal so in 70 Kilometern geht es nach Österreich rein. Und dann fahren wir die restlichen ca. 150 Kilometer. 120 Kilometer durch Österreich und Slowenien. Nach Slowenien, Ljubljana. Schick, schick, schick hier. Schon sehr, sehr schön. Wir gehen hier die Zugstrecken hier wieder. Das tut jetzt. Quasi für die Grenze oder eine Grenze, was auch wahrscheinlich zur Grenze geht. Man hier auch parken kann und schlafen kann. Stimmt, oder? Ich hätte jetzt, glaube ich, prinzipiell rechts gemusst, aber gut. Stadtfragen, da müssen wir dann gar nicht ab. Ah, schon cool die Landschaft. Schon Richtung Ljubljana jetzt. Das ist ja schon wie die Hälfte durch Österreich durchgefahren. Rechts halten und dann rechts halten.
Bitte rechts halten. Auf nach Slowenien. Das ist aber eine coole Grenze. Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier lang muss oder der andere Weg. Ich hätte einen Weg gemusst sogar. Nee, ich will ja nicht pennen. Mogeln wir uns mal hier durch. Muss ich rechts oder kann ich rechts oder muss ich links? Okay, sehr gut. Ah, ist hier eine Baustelle? Und da war das Internet wieder weg auf dem Handy. Nice. Doch 70, 60. Wir haben hier einen Tunnel, von dem wir ein Foto machen können. Im Tunnel. Spannend. Also auf der anderen Seite der Grenze und des Tunnels. Kilometer noch bis Balkan-Logo, Ljubljana. Das kriegen wir doch hin. Ich glaube, ich schubse jetzt vielleicht doch gleich das Handy, einen Rechner an, auch wenn es umständlich ist, die Videos dann irgendwie zu finden und so, also was finden, die richtigen Videos auszuwählen. Jetzt ist es immer einfach simpel ab und zu möglich. Da hat man das ja direkt vor Augen. Wieder warm.
die Ausfahrt rechts? Aber beim Umladen und so wird das scheinbar heute echt nichts. Vielleicht morgen wieder. Je nachdem. Ob es jetzt ein 2-Tage-Problem ist oder ein 3-Tage-Problem. Aber es fing gestern deutlich später an, also ein Problem zu werden, endlich erst um 18 Uhr. Also um 19 Uhr eigentlich sogar eher. So 20 Uhr, also deutlich später. 5 Stunden später als jetzt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich mache mal mit dem WLAN aus und mach's danach wieder an. Biege nach rechts ab. Sind wir wieder nicht in Juliana. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Fahren wir mal kurz ein bisschen durch hier. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Und da hinten haben wir unser Ziel und auch direkt daneben Schlafplatz, sehr schön. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Direkt schnell rübers Springen ATS. Demnächst rechts abbiegen. Ist doch ein Kreisverkehr, wenn ich rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nee, ich bieg nicht rechts ab. Nur hier rüber und biege jetzt rechts ab. Biege nach rechts ab. Und dann fahren wir geradeaus. Oh, sogar hier in der Mitte haben wir einen Schlafplatz. Interessant. Und hier haben wir ein Balkan-Loco. Und einfach nur geradeaus fahren. Sehr schön, sehr angenehm. Wir sind heile angekommen. Dann laden wir mal Roggen ab. Und das sind die 20.000. Ausgezeichnet Roggen von Genf nach Ljubljana geliefert. Gefahrenstrecke 1117 Kilometer, Dauer 1 Stunde 18, verbrauchter Kraftstoff 626,9 Liter. Das war der 212, der erledigte ETS2 World Test Truck Auftrag. Es gab dafür 21.653 Euro und 1411 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Dann legen wir es mal hier vorne hin. 8 von 10. War es ja auch der Endspurt jetzt. So gesehen noch 1, 2, 3, 4 Fahrten in ETS2 und dann haben wir das Event abgeschlossen. Und dann habe ich das Event so vom persönlichen Goal abgeschlossen. Dann ist nur noch was Community, ob was Ausstehendes. Sind wir hier? Ist ja auch echt nicht viel Platz, ne? Gucken wir einfach mal Spaß haben, wohin es hier geht. Also ich vermute mal, am idealsten wäre das. Hallo? Danke. Dann irgendwie nach.
Zürich fahren oder nach Zürich kommen, dann sind wir nämlich auch schon wieder, haben wir gute Ausgangsposition. Das sind jetzt so ungefähr 800 Kilometer und von Zürich geht es dann auch wieder einfacher nach Polen oder Ungarn oder whatever. Slowakei. Was war das? Zürich war das, ne? Ja, Zürich haben wir auch, sehr schön. Und da hätten wir prinzipiell auch. Die Frage ist, ob wir das denn auch für mich morgen haben, für euch dann in 2 Tagen. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Trade Connections Switzerland Event oder vom Cruising Nebraska Event. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.